Euer Costa hier und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ihr habt es im Titel bereits entnommen, im heutigen Video gibt es mal wieder einen H&M Haul und wir starten wie immer nach einem kurzen Intro. Wie immer würde es mich an dieser Stelle sehr freuen, wenn ihr den Kanal unterstützt, indem ihr dem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben gebt, den Kanal abonniert und für alle Leute, die nichts verpassen möchten, aktiviert gerne die Glocke, dann gibt es immer eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video online kommt. So Leute, es gab schon länger keinen Haul mehr und deswegen dachte ich mir, kann man doch mal wieder bei H&M bestellen, gucken, was die so aktuell am Start haben. Es ist nicht super viel, was ich bestellt habe, ihr seht das alles hier hinten, plus zwei Teile, die ich euch gleich noch zeigen werde. Wir haben vier Hosen und eine Jacke und die Sachen werden wir uns jetzt anschauen. Alles, was ihr hier in dem Video seht, findet ihr natürlich unten in der Infobox direkt verlinkt. Also falls ihr irgendwas nachshoppen möchtet, schaut unten in die Infobox. Für euch als kleine Information, ich bin 1,79 groß und wiege 79 Kilo. Nur damit ihr eine Größenreferenz habt, weil ich werde euch gleich alles angezogen zeigen und euch natürlich sagen, welche Größe ich genommen habe. Und dann legen wir direkt los mit dem ersten Teil und hierbei handelt es sich um eine Jeans. Und ich war ja schon seit längerer Zeit auf der Suche nach einer hellen Jeans. Wer mich auf Instagram und Co. verfolgt, der weiß, dass ich grundsätzlich eigentlich immer nur dunkle Hosen trage, also vermehrt schwarze Jeans oder schwarze Stoffhosen, schwarze Chinohosen, was auch immer. Ich trage super selten helle Hosen und deswegen dachte ich mir, es muss doch einfach mal möglich sein, eine gute blaue Jeans zu finden. Und dann habe ich mir diese Hose hier bestellt von H&M. Gekostet hat die 30 Euro und ich habe die Größe 32-30 genommen. Die Hose hat jetzt einen Slimfit, meine ich. Und ich finde, die Waschung ist wirklich, wirklich schön. Also es ist so ein sehr, sehr helles Blau, wie ihr das sehen könnt. Die ist so leicht ausgewaschen. Ihr seht das vielleicht im Video noch mal besser. Aber ich finde, die Waschung kann auf jeden Fall was. Erinnert mich so ein bisschen an diese ganzen Levi's 501 Vintage Jeans von der Waschung her und finde ich auf jeden Fall cool. Und die Hose hat einen Baumwollanteil von 98% und einen Elastananteil von 2%. Wieso gehe ich auf diese Fakten ein? Weil das wirklich Sachen sind, auf die ich immer achte, wenn ich mir Hosen kaufe. Weil 98,2, also dieses Verhältnis 98% Baumwolle und 2% Elastan, heißt 2% Elastan steht für den Stretchanteil. Und 98,2 ist für mich immer das perfekte Verhältnis, weil die einen kleinen Stretch-Anteil hat, aber nicht zu stretchy ist und ansonsten relativ straight ist. Und so trägt sich die Hose auch, ist relativ solides Denim-Material, finde ich auf jeden Fall cool. Sitzt sehr gut, geht meiner Meinung nach eher so in die Richtung Skinny. Also als ich die angezogen habe, dachte ich mir eher, es ist eine Skinny-Jeans, aber dennoch sitzt sie auf jeden Fall cool. Und ich finde gerade für so standardmäßige Basic-Looks ist das auf jeden Fall eine sehr coole Hose, die ihr mal abchecken könnt, zumal der Preis von 30 Euro wirklich nicht hoch ist. Und jedem, der noch auf der Suche ist nach einer schönen, hellen Jeans, dem kann ich das Ding auf jeden Fall empfehlen. In meinem Fall war jetzt 32-30 auf jeden Fall die richtige Größenwahl und dann machen wir weiter mit der nächsten Hose. Die nächste Hose habe ich jetzt einfach mal als Vergleich gekauft und zwar ist das eine ähnliche Hose wie die erste, allerdings haben wir hier einen Skinny Fit und die hat auch 30 Euro gekostet. Ich muss sofort sagen, dass die Waschung von der ersten Hose mir definitiv besser gefallen hat, weil ich weiß nicht, ob man das hier im Vergleich gut sehen kann, doch ich denke schon. Die Skinny-Hose, also die zweite, die ich gerade vorgestellt habe, da schimmert dieses Bläuliche etwas mehr durch, was ich persönlich nicht so schön finde. Ich finde das hier auf jeden Fall viel, viel hochwertiger vom Look her und einfach schöner. Ich denke, das ist Geschmackssache, aber mir persönlich gefällt das hier einfach besser, weil es viel ruhiger und viel cleaner aussieht. Und deswegen auf jeden Fall, die Waschung gefällt mir besser. Und hier bei der Hose, die eigentlich einen Skinny-Fit hat, die fittet relativ ähnlich wie die Slim-Hose, die ich hier getragen habe. Das Einzige, was jetzt hier so ein bisschen so ein Nachteil ist, muss ich sagen, ich habe jetzt hier auch Größe 32-30 genommen und ihr seht das eventuell in dem Video, dass die 30er Länge für mich zu kurz ist mit 1,79 und normalerweise, wenn ich mir Hosen kaufe, die 32-30 Größe haben, passen die eigentlich sehr gut, weil mit 1,79 ist man natürlich nicht der allergrößte, aber auch nicht der kleinste, aber hier die Hose ist leicht zu kurz. Also die geht natürlich unten bis zum Schuh, aber gerade genau am Schuh hört die auf und ich persönlich finde es einen Ticken zu kurz, also eine 32er Länge wäre in diesem Fall besser gewesen und deswegen, wenn ihr da auf jeden Fall eine Hose sucht mit einer schönen hellen Waschung, würde ich auf jeden Fall die erste empfehlen, aber auch die hier, wem das besser gefällt, wenn das Blaue so ein bisschen durchschimmert, kann ich natürlich auch die empfehlen. Achtet nur bei der Länge drauf, dass ihr dann eventuell eine größer nimmt, weil die 30er war jetzt in meinem Fall auf jeden Fall zu kurz. Als nächstes Teil habe ich mir eine schwarze Jeans bestellt und diesmal mit einem Regular Fit, weil ich unbedingt eine Jeanshose haben wollte, die einfach ein bisschen weiter fittet. Und da habe ich einfach mal das Teil hier bestellt und ich muss sagen, ich bin extremst überrascht
über die Qualität und den Fit dieser Hose, weil ihr seht das in dem Video, sie fittet perfekt beispielsweise zu so einem Schuh wie dem Air Force One. Sie passt genau oben drauf, sieht auf jeden Fall super aus und die Größe 32-32 ist in diesem Fall auch perfekt. Die stackt so ganz leicht unten auf dem Schuh, also staut sich minimal, was ich wirklich cool finde bei diesem Look. Ich fände es jetzt nicht so cool, wenn eine Hose, die etwas weiter ist, zu kurz ist, weil das sieht einfach aus wie gewollt und nicht gekonnt, also das passt dann nicht. Aber bei der Hose, dass sie so leicht auf dem Schuh fällt, finde ich sehr geil. Und ich muss sagen, die Qualität dieser Hose ist extremst gut, weil das ist eine sehr dicke Hose. Kostet natürlich für H&M-Verhältnisse, sage ich jetzt mal, auch ein bisschen mehr, weil 50 Euro ist für H&M-Verhältnisse schon recht teuer. Aber man merkt das in der Qualität. Salvage Weave, ich weiß jetzt nicht, was das bedeuten soll, aber ist wahrscheinlich irgendeine besondere Art und Weise. Okay, Premium-Qualität steht jetzt hier. Und das fühlt sich auch wirklich nach Premium-Qualität an. Also diese Hose ist für 50 Euro ein sehr, sehr geiler Fit und kann ich auf jeden Fall empfehlen, falls ihr noch auf der Suche seid nach schwarzen Hosen. Ich werde gleich nach dem Video auf jeden Fall nochmal abchecken, ob es hier noch andere Colorways gibt, weil die Hose behalte ich auf jeden Fall, die hat mir echt zugesagt. So, beim nächsten Teil muss ich sagen, dass mich die H&M Startseite extrem inspiriert hat bzw. angeregt hat, das Teil zu kaufen, weil ich habe es getragen beim Model gesehen und fand es wirklich cool vom Look her und dachte mir, ey, das probierst du auch mal aus. Und zwar ist es dieser Zweiteiler hier in Braun, bestehend aus der Hose und dieser Hemdjacke, würde ich sagen, hat gekostet die Hose 20 Euro und die Jacke 25 Euro. Ich habe jetzt in der Hose die Größe M genommen, welche mir leider ein Ticken zu groß ist. Also untenrum und so passt die eigentlich ganz gut, aber obenrum ist die einfach viel zu weit. Und bei der Jacke habe ich Größe L genommen. Auch hier hätte ich obenrum eine Größe M nehmen können, aber bei H&M struggle ich immer, ob M oder L, weil M ist dann manchmal ein Ticken zu eng und L ist dann manchmal leider zu groß und ich werde auf jeden Fall nochmal Größe M ausprobieren. Aber nichtsdestotrotz ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Kombo und ich finde gerade in dieser Corona-Zeit, wo ja alles so ein bisschen gemütlicher geworden ist, ist das eine sehr, sehr geile Kombination, die man chillig zu Hause tragen kann. Und wenn man mal irgendwo hingeht, kann man damit direkt los, ohne sich umziehen zu müssen. Und man sieht immer noch cool aus, weil es ist beides aus so einem, ja, ich würde mal sagen, so Jersey-Stoff, also Baumwolle, aber sehr gemütlich, sehr weich. Und deswegen ist das wirklich cool für zu Hause oder auch, wenn man damit mal vor die Tür muss. Und bei der Hose finde ich jetzt ganz cool eigentlich, dass die noch diese Ziernaht hat. Ihr seht das hier, die verläuft quasi über das ganze Bein entlang. Ihr seht das auch noch mal im Video. Hier sehr edel gelöst mit diesem Knopf und natürlich die Möglichkeit, die nochmal zuzubinden. Und in meinem Fall, da die jetzt oben leider zu groß war, hat das auch wirklich was gebracht, dass ich die oben zubinden konnte. Ansonsten finde ich, für den Preis ist das wirklich eine sehr, sehr coole Kombination. Ich mag die Farbe braun übertrieben, wie man vielleicht auch an dem Hintergrund erkennt. Ist wirklich eine sehr schöne Farbe. Und ich finde, diese Erdtöne sind einfach super kombinierbar. Das Ganze könnte man jetzt natürlich in viele Looks integrieren. Aber ein sehr geiles Teil, was ich auf jeden Fall behalten werde. Ich muss natürlich nur gucken, ob ich mir vielleicht obenrum nochmal Größe M bestelle und vielleicht nochmal die Hose in der Größe S ausprobiere. Aber ansonsten für den Preis auch ein sehr geiles Teil, was ich absolut empfehlen kann. Zu guter Letzt stelle ich noch ein Beanie vor und alle Leute, die noch auf der Suche nach Mützen sind, das Teil habe ich mir auch gekauft, hat 7,99 € gekostet und das gibt es in der Farbe und noch in einem hellen Grau. Und ich muss sagen, die Mütze ist für das Geld absolut cool, ist jetzt aus 100% Acryl, ist so standardmäßig bei diesen ganzen Beanie-Mützen. Aber ihr seht das, wie die fittet. Ich bin eigentlich sehr zufrieden, habe die jetzt noch nicht mal richtig eingetragen und sie sitzt eigentlich schon recht gut. Auch deswegen, wer auf der Suche nach einer Beanie ist, checkt auf jeden Fall bei H&M diese Beanie. Habe ich euch natürlich auch unten verlinkt. Das war es auch mit allen Teilen, die ich euch vorstellen wollte. Ich habe noch ein Anliegen und zwar habe ich gesehen, dass über 50%, die diese Videos gucken, den Kanal noch nicht abonniert haben. Und ihr würdet mich echt mega damit unterstützen, wenn ihr den Kanal abonniert, natürlich die Videos liked und am besten auch die Glocke aktiviert, damit ihr immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn ein neues Video online kommt. Also, falls euch das Video gefallen hat, lasst es mich natürlich wissen in den Kommentaren und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.